kassiert er halt alle. Der Typ ist aber gestorben. Besser Futter, Spieler. Er ist einfach gestorben. Die Sturzschaden. Digga, bester Spieler, er rennt und er tötet sich mit purer Absicht. Einfach selber. Hey, ist einfach so unklug. Da hat man echt kein Gehirn. Da gibt es noch eine Chance, irgendwie abzuholen und noch eine Waffe zu finden. Und dann Spieler umbringt er ihm so viel Schaden. Das ist alles. Das geht. Er konnte noch überleben, indem er hier abgehauen wird. Hätte ich ein bisschen angeschossen, hätte er vielleicht noch überlebt. Wäre es unwahrscheinlich, dass er lebt. Aber alles was es gibt, ist möglich. Also alles, was ja auf der Welt, also kann möglich sein. Dass ich mich nicht mal entscheiden kann. Bruder, muss los. Es war so viel Loot, dass ich mich nicht mal entscheiden konnte. Ich muss da die Mini weg. Da wieder BD. What? Zu krassen Loot. Welcher Typ vergisst so ein Loot, Digga? Ja, Jagdgewehr, Sniper und sowas. Aha. Vieles auf der Welt ist sie möglich. Da gibt's das eine, ist es möglich, dass du das und das kannst. Ist es möglich, dass du auf einmal der beste Stricker der Welt bist? Das kann alles sein.
Aber wenn da gar nichts, wenn es das nicht gibt, dann kann es auch nicht möglich sein. Immer. Zum Beispiel ein Aquarium. Wo, da steht ja zum Beispiel, ist es sicher, dass ich eine Qualle an. Zuerst mal gucken, ob da überhaupt eine ist. Und dann kann man sagen, ist es, dass es möglich ist. Muss er erst gucken, aha, dann sieht man zum Beispiel keine Qualle. Dann sagt man, aha, das ist unmöglich. Bei Sicherheit müssen es bei sicher einfach, dass alles beim Aquarium voller Fische ist und dann. Wobei möglich ist da zum Beispiel ein Fisch oder zwei. Das kann möglich sein, zum Beispiel ein Fisch oder zwei Fische. Alles, was ist jetzt zum Beispiel bei der Tankstelle, ist ein Auto. Wenn da keins ist, ist es ja auch unmöglich. So ist es immer. Hier. Das ist immer möglich und sicher und unmöglich. Schon mal für die Leute, die das einfach nicht wissen. Es gibt es ein paar Leute, die das einfach nicht wissen. Weil wer vielleicht dritte Klasse ist, der hat etwas bemerkt. Heutzutage in Fortnite ist ein Lootshop so wahrscheinlich geworden. Lootshop pro Runde so spawnen etwa 30, 20 Lootshops. Das ist einfach nur krass. Verkackt er gerade. Gerade sah ich nicht gut. Der Typ war einfach nur heftig. Stark. Der war pur stark. Pff, mit dem Aiming. Der hat fast jede Kugel getroffen. Die eine Kugel trifft so krass. Die nächste trifft so krass. Ich habe gerade hingebaut. Er war schneller als ich mit der Kugel. Der hatte einfach pur krankes Aiming. Und so eine Schalte, der ist gar nicht.
Also das war nicht mit dem Flugzeug irgendwie. Das wäre mal, das wäre dann nochmal ein neues Level von Flugzeug. Das wäre ein neues Level. Oh, das ist so schön. Nerviges Flugzeug. Ah, da habe ich vergessen zu gezogen. Warte. Zack. Das war's. Und weiter geht's. Ich bin es und Slurp. Aber nur Slurp, das reicht. Das reicht einfach. Das Geile, ihr konntet euch bestimmt noch am Schwert erinnern. Wer sich daran nicht erinnern konnte, der hat bis jetzt diese Season noch nie gespielt. Dieses Schwert war einfach pur geil. Sie hat richtig. Dieses Schwert war einfach pur krank. Cool, Digga. Krank. Das war einfach nur pur geil. Ich möchte einmal nur damit hoch. Mehr will ich nicht. Einmal nur hoch. Mehr will ich nicht. Einfach nur einmal hoch. Okay. Ich hab den gerade nicht mal gesehen. Auf einmal war da so an der Ecke und hat mir im Workdunch in die Fresse gegönnt. Oh mein Gott. Eigentlich hat er mir sogar richtig in meine Fresse reingegönnt. Weil das war eigentlich komplett unnötig für ihn. Wenn ich das überlebt habe. Und immer noch genügend Leben habe. Also hat er mir das praktisch gerade geschenkt. Er hat mir das praktisch geschenkt. Weil ich habe so 8 oder paar bisschen Schaden minus bekommen. Ich krieg sogar mein Biggie zurück. Ich habe mein Biggie zurückbekommen. Ich habe sogar mein Biggie zurückbekommen. Sogar noch ein Biggie zurück. Und ich weiß, es ist noch ein Biggie. Okay, das weiß ich, dass sie noch ein Biggie ist. Das weiß ich. Hallo. Bigness. Polarpeak ist hier die Sohn, Bruder. Ist
einfach nur so. Ich nehme alle unten fighten so. Ich chill gerade wirklich oben. Ganz gechilligt für mich. Oder? Sind alle unten, aber die restlichen zwei sind unten, aber ich chill hier. Wenn niemand hier hochgeht. Wer so ein bisschen am Rand sind sie so. Guck da. Da hinten sind sie ja. Das sind ich habe die noch gar nicht gesehen, war nur Spaß. Ich habe die natürlich nicht. Ah, da sind sie. Ah, Frozen-Zirke. Glücklich, dass ich ein Jumphead dabei habe. Das kann ich jetzt in dem Moment sehr gut. Weg, Bruder. Leute!